Moinsen, hier ist Kim von Einfach Machen. Herzlich willkommen zu den Power Apps Hacks. In dieser Videoserie behandeln wir einen bunten Blumenstrauß von Power, Plattform, Tipps, Tricks und Funktionen. Heute zeigen wir euch zwei Möglichkeiten, wie man aus Power Apps heraus E-Mails versenden kann. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Okay, schauen wir uns einmal den Use Case an, wofür man das einsetzen könnte. Und zwar haben wir hier ein Kontaktformular, was wir in Power Apps ausfüllen wollen, zum Beispiel für eine Neukundenanfrage. Und wenn ich diesen Datensatz speichere, wird der in SharePoint in der Liste geschrieben. Und anschließend möchte ich gerne, dass der Ersteller nochmal eine Zusammenfassung kriegt von den Informationen, die er in dieses Formular eingetragen hat. Das sieht dann folgendermaßen aus. Also ich kann hier meine Informationen eingeben und sende dieses Formular jetzt. Bekomme hier jetzt den Hinweis, Formular erfolgreich übermittelt. So sieht das Ganze dann aus. Wir haben hier einfach in der E-Mail nochmal die Zusammenfassung, also das, was wir eben in unser Formular eingegeben haben. Okay, schauen wir uns mal an, wie wir das Ganze gebaut haben. Auf das Formular gehe ich jetzt nicht detaillierter drauf ein. Das sind aber nur Textboxen bzw. Comboboxen, die ich hier eingefügt habe und mit statischen Werten gefüllt habe. In diesem Video soll das Thema sein, wie wir jetzt diese E-Mail versenden. Im ersten Schritt müssen wir auf dem Formular-Senden-Button unseren Datensatz an SharePoint übertragen. Dafür nutzen wir die Patch-Funktion und geben ihm eben Werte für die entsprechenden Spalten mit aus unserem Formular. Das sind einfach die Steuerelemente in der App. Und weil ich die Informationen in der App direkt weiterverwenden möchte, wenn ich nämlich meine E-Mail sende, packe ich einen Update-Kontext darum. Sprich, das, was ich im Patch hier übermittle, wird direkt wieder zurückgeschrieben in die Variable. Ich kann also zum Beispiel auf den Link zu dem SharePoint-Listen-Element direkt nach diesem Patch wieder drauf zugreifen. Und das passiert dann eben hier in dem zweiten Schritt. Und zwar nutze ich den Office 365 Outlook Connector. Den kann ich hier über die Datentonne im linken Bereich, kann ich das hier einfügen als Connector in meine Anwendung. Und dieser Aktion SendMail V2 oder SendEmail V2 kann ich jetzt verschiedene Parameter mitgeben. Also erstmal natürlich den Empfänger. Und dafür nutze ich jetzt wieder meine Variable LogContact, die ich davor übermittelt habe und wollte das ja gerne an den Ersteller des Datensatzes senden. Dann kann ich im zweiten Schritt den E-Mail-Betreff angeben. Also da nutze ich auch wieder Informationen aus der Log-Kontakt-Variable und dann kommt auch schon der E-Mail-Body, also der Inhalt meiner E-Mail und hier kann ich mir mit so einem kleinen bisschen HTML-Tags, kann ich mir hier das so ein bisschen aufbereiten, sodass es eben so in dieser Art und Weise in meiner E-Mail dargestellt werden. Hier habe ich noch einen Hyperlink eingefügt, dass ich zu dem Listenelement gelangen kann. Das wäre die Version, dass ich die E-Mail direkt versende in der Power-App. Die zweite Variante, unsere E-Mail zu versenden oder zumindest die Standard-App, die auf dem jeweiligen Gerät definiert ist für das E-Mail-Programm, wäre mit der Launch-Funktion. Und zwar kann ich Launch dafür nutzen, um bestimmte Website-Adressen oder auch meinetwegen in eine andere Power-App oder so zu verweisen, einfach über den Hyperlink. Ich kann Launch aber auch Parameter mitgeben und zum Beispiel den Parameter Mail-To nutzen. Dann versteht das Endgerät, okay, der möchte irgendwie eine E-Mail versenden und öffnet eben mein Standard-E-Mail-Programm. So, und dann verwende ich hier erstmal die Mail-To, also an wen soll das gehen? Das ist wieder die Log-Kontakt erstellt von E-Mail-Adresse. Und dann kann ich hier in diesen geschweiften Klammern jetzt noch Parameter übermitteln zum Subject. Also das ist wieder genau der gleiche Code wie für unsere Outlook-Aktion hier. Und ich kann den Body übermitteln. Und das Ganze sieht dann folgendermaßen aus, wenn ich das übermittle. So, jetzt hat man gesehen, jetzt habe ich diesen Button gedrückt und es öffnet sich sofort mein Outlook und gibt mir hier die Informationen, die ich gerade in dem Formular übermittelt habe, nochmal in Outlook aus. Gut, die E-Mail jetzt an mich selbst zu senden, würde wahrscheinlich nicht so viel Sinn machen, aber so könnte ich das jetzt weiterleiten, dieses Kontaktformular. Das war's auch schon für heute. Zwei kleine Beispiele, wie man aus einer Power-App heraus eine E-Mail versenden kann. Wir setzen das tatsächlich relativ häufig ein. Anstatt eines Flows oder sowas, lassen wir die E-Mail dann eben direkt aus der Power-App übermitteln und hoffen, dass es dem einen oder anderen hilft bei der Power-Apps-Entwicklung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.